Leute, ich habe wieder feinstes GTA 6 Leaks Material, interessante Sachen und es werden in den nächsten Tagen noch eine Menge mehr Videos folgen. Ich habe feinstes Material, 7 Seiten voller Leaks und noch einige Videos, wo ich einzeln auf bestimmte Themen eingehe. Wir fangen am besten jetzt gleich mal an. Also, wer nichts verpassen will, abonniert meinen Kanal, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wir fangen ab mit dem WhatsApp Messenger oder der WhatsApp App. Abklatsch von WhatsApp sollte klar sein. Du hast natürlich wieder ein Handy und du hast eine spezielle App, über die du kommunizieren kannst, Kontakte knüpfen, Informationen einholen. Du kannst Überfälle über diesen Messenger planen. Du kannst sogar Missionen annehmen und es kann sogar sein, dass du dich vielleicht bei jemandem gerade melden willst über diesen Messenger und dann wird dir zufällig irgendeine Nebenmission angeboten. Coole Sache. NPCs, Punkt Nummer 2. In den nächsten Leaks werdet ihr sehen, dass die NPCs in GTA 6 sehr intelligent sind und nicht einfach völlig brainless durch die Weltgeschichte laufen. Es wird wohl so sein, und es kann sein, dass es erstmal nur deinen Hauptsitz oder deinen Wohnsitz betrifft, vielleicht auch die Wohnsitze, die du dann irgendwann noch besitzt. Aber geht einfach mal davon aus, ihr habt eine Villa und um diese Villa drumherum in einem gewissen Einzugsbereich sind NPCs, die sich dort bewegen, die können sich an dich erinnern, wenn du dich positiv oder negativ ihnen gegenüber verhältst und die vielleicht irgendwas mitkriegen, was mit denen nicht direkt zu tun hat. Vielleicht hast du einen schlechten Tag, läufst an einem vorbei und ballerst den einfach mal so aus Lust und Laune einen rein. Ein paar Tage später sieht er dich vielleicht zufällig, dann revanchiert er sich vielleicht oder irgendwas, haut dir einen blöden Spruch vor den Kopf und so weiter und so fort. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant und da gibt es eine Menge mehr Möglichkeiten, die einem einfallen könnten, was NPCs betrifft. Also sehr interessant. Wir werden, ein dritter Punkt, Geldautomaten hacken können. Und das werden nicht die einzigen Elemente sein, die wir hacken können. Wir können Geldautomaten zum Beispiel via Handy hacken. Ganz wichtig, diese Hackfähigkeit werden wir nicht von Anfang an zum Start von GTA 6 haben. Die wirst du dir wahrscheinlich über die Story Stück für Stück aneignen müssen. Was ich aber ganz cool finde, alles auf einmal können. Ich gehe immer noch davon aus, und davon habe ich bis heute leider noch nichts gelesen, vielleicht habe ich es als Leak auch verpasst, dass es so eine Art Skillsystem gibt, wo du dir bestimmte Fertigkeiten wie in Fallout aneignen kannst. Würde ich auf jeden Fall ganz cool finden. Dann Punkt 4, wir wissen, Vice City, große Stadt, die Map wird doppelt so groß wie GTA 5, viel, viel Wasser, Miami-Umgebung. Es wird Casino-Boote geben. Irgendwie muss ja das ganze Wasser mit Leben gefüllt werden. Casino-Boote, wo du zum Beispiel Blackjack, Poker oder Slot-Machines spielen kannst. Natives Mod-System, seht ihr im Thumbnail, habe ich groß geteasert. Es soll wohl. Ich gehe davon aus, dass es nur die PC-Version betrifft. Die Leaks haben jetzt einfach nur das Mod-System angesprochen. Es soll ein natives Mod-System geben, PC-freundlich. Und es ist sozusagen von Rockstar Games erwünscht, dass sich die Leute, die da Bock drauf haben, so richtig schön austoben können und ihre Spielwelt so ein bisschen nach ihren Wünschen gestalten können. Wie genau, kann ich leider noch nicht viel zu sagen. Es sind alles Leaks. Kann natürlich so kommen, muss nicht so kommen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Punkt 6, EMP-Granaten soll es in GTA 6 geben. So kannst du zum Beispiel Sicherheitssysteme deaktivieren oder von Feinden zum Beispiel die Kommunikation, das Kommunikationssystem stören, sodass, wenn du versuchst, irgendwo einzubrechen, dass die sich nicht untereinander austauschen können und du Stück für Stück die Leute ausschalten kannst. Dann. Ich gehe nochmal auf das Gefängnis ein. Ich habe vor kurzem ein Video drüber gemacht, über das Gefängnissystem. Das Video geht über 8 Minuten, weil das sehr, sehr umfangreich ist. Es scheint auch so zu sein, dass wir nicht nur über die Hauptstory, das war zumindest meine Theorie, dass es über irgendeinen Hauptstory-Strang passieren wird, dass wir ins Gefängnis kommen, dem wir nicht ausweichen können. Es soll aber so sein, dass wir über Verbrechen das bewusst triggern können, ins Gefängnis zu kommen. Du kannst aber sagen, okay, nee, ich will nicht nochmal rein, ich bezahle halt die Kaution. Das ist der Punkt. Oder du baust halt dein Gefängnisleben noch ein bisschen aus. Das kann natürlich alles sein. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Punkt Nummer 8. Wir sollen in GTA 6 in Zukunft Seile zum Fesseln benutzen können. Vielleicht auch für irgendwelche anderen Sachen irgendwo hochzuklettern. Weiß der Geier was. In den Leaks hieß es erstmal nur Fesseln. Dann gibt es in GTA 6 riesige Malls. Da hatte ich, glaube ich, schon mal drüber. Ja, ich habe darüber gesprochen, dass wir in Zukunft viel mehr Gebäude betreten können, die die riesige Map zum Leben erwecken und irgendwie mehr Realismus ins ganze Spiel bringen. Und so soll es auch riesige Malls geben, wo wir davon ausgehen können, dass du wirklich jedes Geschäft, was du eigentlich brauchst,
an Ort und Stelle hast. Wir kennen das aus früheren GTA-Teilen. Dann hast du hier ein Armonation gesucht, dann hast du da einen Klamottenladen gesucht, dann hast du da vielleicht einen Friseur, keine Ahnung, Tuning-Geschäft gesucht und so weiter und so fort. Ich gehe mal davon aus, also vom Tuning-Geschäft vielleicht mal von abgesehen, haben wir vielleicht in Malls viele, viele Geschäfte geballt in einem riesen Gebäude, wo du erstmal nicht die halbe Map erkunden musst, bis du vielleicht das passende Geschäft für dich gefunden hast. Coole Sache. Und zu guter Letzt, und das finde ich mit den interessantesten Punkt für diese Leaks, abgesehen für die PC-Spieler mit den Mods, das wird wahrscheinlich für euch das Interessanteste sein. Wir sollen Zeugen bestechen können. Das finde ich richtig interessant. Das kann gut gehen, das kann aber auch so richtig schön nach hinten losgehen. Das heißt, du wirst als Bestecher vielleicht sogar angezeigt, dann wird deine Strafe noch höher und so weiter und so fort. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Zu den einzelnen Leaks habe ich heute tatsächlich nicht so viel zu sagen. In zukünftigen Leaks, wenn ich hier mal so durchgucke, gibt es viel zu schreiben. Das ist der Zettel für heute. Relativ kurze Stichpunkte. Also es wird hier und da ein paar Videos geben, wo ich definitiv viel mehr Details zu erzählen kann. Freut euch also, mein Gott, Sprachfasching Nummer 1. Freut euch also auf die nächsten Leaks. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und verpasst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, zu kommentieren, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Und ihr werdet auf jeden Fall von mir in Sachen GTA 6 auf dem Laufenden gehalten. Bis zum nächsten Mal, rein, ciao.